Guten Abend miteinander. Ich möchte euch ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen zu der Lesung mit Gesprächsrunde mit dem Walter Morgenthaler. Ich möchte noch ganz kurz zum Walter etwas sagen. Er ist 1946 in Grabs geboren und lebt und arbeitet jetzt in Basel. Er ist im Hauptberuf, wie er hier schreibt, ist er Herausgeber von historisch-kritischen Textausgaben. Er hat auch schon im 2011 ein Buch geschrieben, das geheissen hat «Haus», wo eine Art Erinnerung ans Haus das Hauptthema ist und eine Art jetzt «Das Dorf» ist eine Art wie ein Fortsetzung von dem Bericht. Fiktionale Berichterstattung im erweiterten Rahmen. Stuttner Schulhaus. Tatsächlich müsste ich Gott loben und preisen, dass es mir vergönnt war, meine ersten, alles entscheidenden Schuljahre droben auf den Tommelibühl verbringen zu dürfen. Und zwar nicht unten in dem ebenerdigen Gemach, sondern im oberen, in dem Lehrer Lutziger regierte. Lehrer Lutziger ist es, dem ich meine Alphabetisierung und den Zugang zur Schriftsprache verdanke. Jeden dritten oder vierten Tag brachte Lehrer Lutziger einen neuen Buchstaben, manchmal auch zwei oder drei, mit in die Schule, den er in Form kleiner, bedruckter Zettel an uns austeilte. Jeder Buchstabe wurde durch eine anschauliche Geschichte eingeführt, hierauf vom Lehrer vorgesprochen und zuerst von Einzelnen, dann von allen zusammen nachgesprochen. Für die Lehrer heute. Jetzt erst durften auch die anderen sorgfältig aufbewahrten Buchstaben hervorgeholt und mit den neuen, noch nach Stempelfarbe riechenden, zu Wörtern zusammengefügt werden. Auf diese Weise lernten wir nach und nach, jedes Wort in seine kleinsten Bestandteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen, ja schließlich Wörter zu Wort folgen und ganzen Sätzen auszubauen. Und ich war überzeugt, mir bald meine eigene Welt zusammenbuchstabieren zu können. Das strikte Buchstabieren führte dazu, dass, was immer wir lasen, eine gleichmäßige, von seiner Bedeutung unabhängige Akzentuierung erhielt. So wenig die Stimme im Satz innen sich hob, so wenig wurde sie am Satzende gesenkt. An diesem Singsang gesenkt waren wir noch jahrelang als die Lehrer Lutziger Schüler erkennbar. Wir verstanden Dinge zu lesen, die sich andere nur erträumen konnten, aber selbst das Einfachste und für andere auf Anhieb Erkennbare musste von uns vom ersten bis zum letzten Zeichen durchbuchstabiert werden. Auch artikulierten wir zum Gaudium unserer späteren Schulkameraden das anlautende ST über Stock und Stein auf echt norddeutsche Art. Genau genommen waren wir von Lehrer Lutziger die einzigen, die den Abgrund zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in voller Konsequenz durchschritten. Auf völlig andere Weise unterrichtete Lehrer Scheck im Parterre. Bei ihm galt es nicht, Buchstaben zu entziffern, sondern sich Wortbilder anzueignen, die dann endlos repetiert und variiert wurden. So weiß ich es von meinen Schwestern, die ein paar Jahre nach mir eingeschult und beide Lehrer Scheck zugeteilt wurden. Rösli ist da. Ist Heidi auch da? Auch Heidi ist da. Heidi und Rösli sind da. Eine katholische Methode, müsste man sagen, wenn nicht Lehrer Scheck ein eifriger protestantischer Kirchgänger gewesen wäre. Lehrer Scheck, der Kraft seines Glaubensbekenntnisses sehr wohl wusste, dass man sich nicht an Bilder heften soll, dieser Lehrer Scheck hat meine Schwestern in eine durch und durch unkritische Bilderhaltung hineinbuxiert. Die Rösli-Heidi-Methode hatte zur Folge, dass selbst die Spitzenleser aus dem Parterre
nicht imstande waren, einen beliebigen Absatz aus dem Werdenberger und Obertockenburger auf Anhieb zu entziffern. Während, wetten das, wir Buchstabierer aus der oberen Etage den W- und O-Absatz problemlos bewältigten, selbst wenn wir den Sinn des Entzifferten nicht zu begreifen vermochten. Doch vom Lesen zum Schreiben. Die Schiefertafel zuerst. Nicht die große, fahr- und drehbare Tafel vorn im Schulraum, die dem Lehrer vorbehalten war, der auch am schönsten schreiben und zeichnen konnte. Was auf die Lehrertafel zu stehen kam, war unantastbar gültig und behauptete sich meist tagelang vor unserem Blick. Nicht davon ist die Rede, sondern von der Tafel, die jeder Erstklässler nebst einem Milchgriffel, dem Lineal und der Schwammbüchse als persönliche Ausrüstung im Tornister mit sich führte. Die Wörter und Zahlen, die auf dieser Tafel mit dem Griffel weiß auf schwarz notiert wurden, verschwanden meist bald wieder. Denn wichtiger noch als der Griffel war der Schwamm. Vor allem Schreibbeginn kommt das Löschwerkzeug. Wer eine Tafel beschreiben will, muss sie erst so reinigen können, dass sie glänzt und kein Geschmier die grauschwarze Oberfläche verunstaltet. Einer nach dem anderen trugen wir unsere Schwammbüchse hinunter zum Brunnen direkt vor dem Schulhaus, wo die Büchse mit dem frischen Quellwasser ausgespült und der Schwamm ordentlich gesäubert, ausgepresst und frisch angefeuchtet wurde. Dann zurück in die Bank und die Tafel geputzt und getrocknet. Und jetzt die horizontalen Linien ziehen, die erste, die zweite, die dritte, mit Hilfe des Lineals, das vorsichtig Strich für Strich abzurollen ist. Und auf den Linien endlich die Buchstaben platzieren. Den neu erlernten zuerst immer wieder, bis er sitzt. Dann andere, die wir schon können. Und schließlich fast schon von selbst, schön wär's, das neue Wort, ein ganzer Satz. Als entscheidender Entwicklungsschritt folgte im dritten Jahr der Wechsel von der Schiefertafel zum Schreibheft, vom Griffel zur Feder. Ein kartoniertes Heft, eingeschlagen in einen hübschen Umschlag aus eigens ausgewähltem und sorgsam zugeschnittenem Emmi-Säckerpapier, beschriftet mit Name und Klasse. Das war das definitive Bekenntnis zur unauslöschbaren Individualität. Was hinfort ins Heft geschrieben wurde, galt, ob richtig oder falsch, für alle Ewigkeit. Schluss mit der Griffelspitzerei, dagegen jetzt die Feder fest in den Halter gesteckt und ins frisch gefüllte Tintenfässchen getaucht. Und Schluss mit dem Linieren. Die Linien und Häuschen bekam man mit dem Heft geschenkt. Dafür müssten sie exakt gefüllt werden. Und zwar mit der Kurrentschrift, welche die Buchstaben eines Wortes miteinander verband, sodass man nicht mehr dazwischen abzusetzen brauchte. Und dies auch gar nicht durfte, weil sonst heimtückische Verdickungen oder Kleckse entstanden, die jegliches Zaudern, jeden Fehleinsatz bloßstellten. Rasche Entscheidung, feste Entschlossenheit war gefordert. Der Gessler sprach, du musst von deines Knaben Kopf einen Apfel schießen. Aber Tell wollte das nicht, doch er musste es. Dann schoss er und traf den Apfel mittendurch. So steht es schwarz auf weiß im Heft und der Tellenstolz atmet sichtlich aus jedem Buchstaben. Weg mit der Schwammbüchse, mit der die neuen Erstklässler heranrückten. Die Drittklässler brauchen einen Tintenlappen. Nicht zum Widerruf des Fixierten, sondern zum Reinigen der Feder. Und genauso wie der Heftumschlag dient auch der Tintenlappen der Behauptung der Individualität. Ein simples Gebilde, geschichtet aus quadratisch oder kreisförmig zugeschnittenen, saug- und strapazierfähigen Stoffresten. Doch in seiner konkreten Ausgestaltung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sodass die Mütter und Großmütter aller Haushalte mit der Herstellung möglichst origineller Tintenlappen für ihre Kinder und Großkinder beschäftigt waren. Wo Feder und Tintenlappen das Sagen haben, gehört auch ein Löschblatt her.
Es setzt den noch frischen Schriftzug aufs Trockene, besudelt sich selber, um das Geschriebene sauber zu halten. Allerdings, wer ein guter Schüler sein will, und das wollte ich, achtet darauf, dass selbst das Löschblatt einen ordentlichen Eindruck macht. Feder, Tintenlappen und Löschpapier. Sie waren das Fundament der lebensnotwendigen Lektion, die uns das Stuttner Schulhaus beizubringen hatte. Daneben gab es die weniger wichtigen Dinge, die aber Lehrer Lutziger zu unserer Freude genauso wichtig nahm. Der schönste Beweis dafür war der Samstagmorgen. Dann nämlich wurde gesungen, musiziert und vorgelesen. Die große Tafel wurde an die Wand und das Lehrerpult zur Seite gerückt, sodass ein kleiner Vortragsraum entstand, in dem nun eifriges Rezitieren, Singen und Musizieren begann. Den Höhepunkt bildete Isa Heiris Rösli mit ihrer Handharmonika. Wenn das Rösli sich vor uns hinsetzte, die schwere Umhängetasche zu Boden gleiten ließ und ihre Notenblätter auf dem bereitgestellten Ständer ausbreitete, wenn sie dann das riesengroße Instrument aus der Tasche herausschälte und auf die Knie hob, sodass ihr Kopf kaum mehr darüber hinweg auf die Notenblätter zu blicken vermochte, und wenn sie schließlich in die exakt gereihten Knöpfe zur linken und zur rechten griff und diesen die herrlichsten Töne entlockte, dann kannte meine Bewunderung keine Grenze. Noch heute. Die Förster Liesel, ein junges Mädel in den schönsten Jahren, und das Heideröslein, oh Heideröslein, er will dein Herz dafür, verschwammen mir zusammen mit dem musizierenden Rösli zu einem einzigen Fest. Walter, wenn man dir zulässt, könnte man meinen, die Schulzeit sei erst gestern gewesen. Keine Frage, die Schulzeit die prägt uns ja ganz fest und gleich ist es schon lange her. Meine Frage an Heidi wäre, hast du zum Beispiel auch so eine detailreiche oder so eine farbige Erinnerung an deine Schulzeit? Nein, überhaupt nicht, habe ich gestellt. Überhaupt nicht. Also ich habe gestaunt, wie er noch so viel weiss, so viel Einzelheit. Also es ist mir dann auch noch Zeug in den Sinn gekommen. Ich habe noch nach der Lutziger Methode gelernt, ja. Ja. Aber nein, also ich habe gestaunt, wie er ein Gedächtnis hat. Oder wie kommt das? Eigentlich bin ich der Mensch mit dem schlechtesten Gedächtnis, habe ich immer behauptet. Aber irgendwie die frühen Sachen, vor allem eben das Stuttner Schulhäuschen und so Sachen, die ich bringe, die sind mir aus irgendwelchen Gründen geblieben, haben sich eingeprägt. Und dann habe ich auch früh so von der Sek an, angefangen Notizen und Tagebuch schreiben und irgendwie auf das habe ich natürlich auch noch irgendwie gestützt. Und dann jetzt bei Beschreibungen, ja, bei dem jetzt nicht, aber bei anderen Sachen gibt es auch Hilfsmittel, darauf kommen wir dann vielleicht noch. Also vor allem bei den sprachlichen Sachen. Aber ich bin mir nicht bewusst, dass ich jetzt ein besseres Gedächtnis als irgendwer in diesem Raum habe, wobei ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist. Aber ich denke, die Sprache weckt einfach auch in allen von uns wahrscheinlich ganz viele Erinnerungen. Wir haben, wo wir zusammengehockt sind und uns vorbereitet haben für das Gespräch, haben wir ja festgestellt, dass es da Gemeinsamkeiten gibt bei meinen Gästen. Sie haben beide auch selber Schule gegeben, zu einer Zeit, wo man ja wahrscheinlich noch andere Lehrmethoden gehabt hat. Ich nehme an die Fülle- und Tintenlappen-Geschichten erinnere ich euch auch. Ich weiss nicht, Hans, willst du noch etwas erzählen von deiner Zeit? Ja, ich bin im 65. wo meine Nachbüre da draussen, die Heidi, geheiratet hat, bin ich in Bergui gekommen und habe ihre Klasse übernommen. Ich habe gerade Matura gemacht und habe dann noch gerne etwas verdient, bevor ich in Zürich bin, ein Studium, und habe dann für ein halbes Jahr die 42 Schüler, 4., 5. und 6. Klasse, in einem Zimmer hin, habe ich dann übernommen
ohne jede didaktische Vorbildung, aber mit einem gesunden Menschenverstand und einer energischen Hand und energischen Art. Und das ist wunderbar gelaufen, eine Art, alles in allem. Und das neue Schulhaus, das jetzt ja nur neu ist, aber da war es ganz neu, ist natürlich im Vergleich mit dem Schulhaus, wo ich noch in der Schule bin, nämlich im Altenberger Schulhaus, das 1813 gebaut worden ist, ähnlich wie das Stutter Schulhäuschen, ist schon ein ähnlicher Typ von Schulhaus. Da sind einfach zwei Schulzimmer nebeneinander und drüben um nochmal zwei. Und in jedem hin ist neben der Tür ein runder, hoher Kanonenofen gewesen, wo der Winter drumherum eine gottlose Hitze war. Und das Hinterste im Zimmer hin war es eine Art kalt gewesen. Und ein Ewig ist man aber, weil ja eben schon 40 in einem Zimmer waren, hat man es kaum mögen gewärmen, eine Art. Und das sind für mich Erinnerungen, die ich noch gerne daran zurückdenken. Natürlich ist das Schulhaus, das alte Schulhaus, ist unerhört primitiv gewesen, nach heutigen Begriffen. Es hat also noch zwei Abtritte gehabt, auf jedem Stock ein, oder vielleicht zwei nebeneinander, aber Plumpsklo ohne Wasser, gar nichts. Und der Brunnen ist weiter jung gewesen, man hat also Tafeln müssen waschen zum Brunnen nachher, 50 Meter vom Schulhaus weg. Und in der Pause ist man dann rausgestürmt und hat manchmal die unerhörtesten Sachen angestellt während der Pause. Man hat dann Schnitzeljagden gemacht, manchmal bis in die Meierbergui hat so die Schwelle dann verschlagen und sind dann entsprechend auch eine halbe Stunde später dann wieder in die Schule gekommen, mit Höhhelm in Haar hin und in der Kappe. Und also das gibt es natürlich heute nicht mehr. Es ist mir, als ich den letzten Scotthelfs Bauernspiegel noch mal gelesen habe, ist mir diese Szene im 8. Kapitel noch mal, also, habe ich ein Grabscher Werk versetzt, wo ich lese nur zwei Sätze, wo es geheißen hat, nachdem die Schule dann fertig war, nun strömte das gehemmte Leben wieder in alle Glieder und wie die Türen sich öffneten, erscholl durch dieselben ein weithin tönender Lärm, wie die wilde Jagd stürzte und purzelte man hinaus, selten ging es ohne einige geschundene Knie ab und draußen, da musste etwas herhalten, etwas musste getrieben werden, je ärger, je besser. Alle überhaupt schwächeren Leute gingen uns schon von weitem aus dem Wege und wenn das Tosen der ausgelassenen Schule heranscholl, trat mancher Hausfahrer vor die Türe, um seine Habe zu sichern und die Schüler vom Hause abzuhalten. Das ist mir manchmal zinko, wenn ich dann an die Stege denke, an Holzstege in dem Schulhaus hin, wo dann die Schüler mit ihren beschlappten Schuhen dort drüber angetannert sind. Das hat weit um, hat man es dann gehört und gewusst, jetzt haben die Schüler aus. Das ist dann so ein nicht sehr spezifischer, aber gleich ein tiefer Eindruck, den ich noch zurückgehalten habe. Ja, ich denke, das ist schön, das zeigt ja eben Kinder, wie lebendig oder eben auch ein bisschen wild, dass sie heute schon einmal sind. Ich denke, das sind sie heute immer noch, obwohl ich manchmal auch höre, man muss es fast ein bisschen motivieren, dass sie vorausgehen. Ja, so ändern sich die Zeiten. Gut, dann möchte ich gerne überleiten zum nächsten. Also ich wollte noch anfügen, vielleicht macht ja der Hans Stricker dann eine Fortsetzung von dem Dorfbuch. Oder vom Berg, das Dorf im Berg oder wie auch immer. Schön, ja. Erwartet. Er ist noch jung. Genau. Du hast ja auch mal in Bergschule gegen ja, Alter. Im gleichen Schulhaus, im gleichen Schulzimmer, 4. bis 6. Klasse. Ja. Also, postete. Das Einkaufen hasste ich, soweit ich zurückdenken kann. Zumindest in dem für meine Familie fast ausschließlich geltenden Bereich der Grundversorgung. Der übliche Ausdruck dafür ist Poste, notfalls auch, so lernten wir es in der Schulstube, Kommissionen erledigen. Poste tat man nicht freiwillig, sondern auf Befehl. Im Gegensatz zum lustvolleren Krümle, das aber für uns Kirchbündhausbewohner nur selten in Frage kam. Eine ganze Menge von Grabser Geschäften war für die Grundversorgung zuständig. Und es wäre ein leichtes gewesen, jeweils einfach den nächstgelegenen Laden aufzusuchen oder denjenigen, wo es die begehrteste Süßigkeit oder den größten Wurstzipfel obendrein gab. Doch dazu zu bestimmen war nicht Kinder, sondern
Elternsache. Der Vater hatte sein Schneiderhandwerk und seine Kunden, die auf Gegenkundschaft zählten. Auch der Männerchor, wo auf eindrückliche Weise die Kameradschaft besungen wurde, brachte Kunden und forderte Kunden. Sogar Mamas Frauen- und Töchterchor, mehr den natur- und scherzhaften Liedern zugeneigt, sang nicht im interesselosen Raum. Natürlich hätten wir uns am bequemsten alle Brotwaren direkt gegenüber beim Becklutziger, dem eigentlichen Kirchbündbäcker, besorgt. Die Backstube des Lutzigerhauses lag den Blicken entzogen im Kellergeschoss und machte nur durch das stete Geräusch der Teig-, Knet- und Rührmaschinen und die austretenden Backdüfte auf sich aufmerksam. Der Laden jedoch, das Bäckersfrauenrevier, war von unseren Stuben und Nebenstubenfenstern aus direkt einsehbar, sodass wir sämtliche Ein- und Ausgehenden hätten registrieren, ja sogar den Umfang ihres Einkaufs anhand der Taschen hätten abschätzen können. Solche Neugier, Gwünderlete, war uns Kindern allerdings untersagt. Der Gwünderli-Verzicht gehörte zu den Grundregeln unserer Erziehung. Man schaut den Leuten nicht in die Suppe. Genauso wenig, wie man sich selber auskundschaften lässt, weshalb ja auch die Vorhänge schon tagsüber gezogen und abends die Läden mitsamt den Jalousien geschlossen werden. Mit Bäckerinnenwürde holte Frau Lutziger das gewünschte Brot vom Regal. Kiloleibe, Brötli, für hungrige Familien wie die unsrige. Oder Halbkiloleibe, Pfünderli, für Kleinhaushalte. Am Monatsende, wenn Vaters Kunden ihre ausstehenden Rechnungen beglichen hatten, unsere eigenen Schulden bezahlt waren und noch etwas übrig blieb, also ein Hauch von Luxus in den Haushalt eingekehrt war, an solchen Monatsenden konnte es geschehen, dass Mama hinübereilte in die Bäckerei, die sich dann auf einen Schlag in eine Konditorei verwandelte und statt der Kilo- und Pfundbrote ihren ganzen Reichtum an Feingebäck, Krümli und Stückli einzig und allein für den Glust bestimmte. Fast alles also, vom Brötli bis zum Stückli, war in der Bäckerei Konditorei Lutziger zu haben. Und es lag an sozialen Gegebenheiten, nicht am Warenangebot, dass auch andere Bäcker von uns berücksichtigt wurden. Da war der Bäcklocher, bei dem wir jeden Samstagmorgen unseren Laib Weißbrot, Brötli und 4 reservierte Brötchen, Bürli, abholten. Den engen, ebenerdigen Locherladen betrat man von der autogeplagten Landstraße her durch den Hausflur und die einzige Türe an der Schmalseite, wo auch die bedienenden Familienmitglieder hin und her huschten und außerdem der Bäckermeister sich mit dem großen Brett voller frisch dampfender Brote seinen Weg bahnen musste, sodass eine erregte Betriebsamkeit mit zeitweilig stockendem Stoßverkehr entstand. Dies in bemerkenswertem Gegensatz zum geräumigeren Kirchbündladen, wo schon die 5 Treppenstufen hoch zum Ladengeschoss für Entschleunigung sorgten, die dann in der ruhigen Strenge der Bäckersfrau ihre Fortsetzung fand. Eine Vielzahl an Bäckereien gab es, und es wäre sicher interessant, all ihren typischen und atypischen Eigenschaften nachzuspüren. Ich muss mich aber auf das Herausstechendste beschränken. Unvergleichlich war zum Beispiel, was zur Beerenzeit von der Bäckerei Hungerbühler feilgeboten wurde. Himbeer- und Erdbeertorten aus knusprigem Blätterteig von einer dicken, süßen Sahneschicht überzogen. Die halbe Dorfschaft gierte nach diesen Torten, die man, um in ihren Genuss zu kommen, schon eine Woche im Voraus bestellen musste. Unerschütterlich stand das Hungerbühlerhaus inmitten eines von 3 Straßen gebildeten Triangels, gewappnet für den Ansturm, der Freitag für Freitag, oder war es Samstag, von allen Seiten her erfolgte. Ein Haushalt steckte den nächsten an
und keiner schien gewappnet gegen den Virus, der sich von der Triangelstätte aus in der Dorfwelt verbreitete. Für uns im Kirchbündhaus, die wir auf den Lutziger Standard gedrillt waren, stand solcher Luxus nicht zur Debatte. Die Großmutter im Werdenquartier jedoch, wo die Inzidenzzahlen am höchsten waren und von Woche zu Woche weiter stiegen, die Großmutter hatte sich geradezu bereitwillig anstecken lassen und auch den Großvater so weit mit hineingezogen, dass keine Rettung war. So wurde ich denn zum Botengänger zwischen ihrer Stickerei-Quarantäne und dem verhängnisvollen Ursprungsherd. Zu meiner großen Freude, muss ich gestehen. Freiwilligst übernahm ich den Zubringerdienst und reihte mich in Hungerbühlers Warteschlange ein, um mich darin Schrittchen für Schrittchen mitschieben zu lassen, so lange, bis endlich die Theke erreicht war, wo nach stattgehabter Bestellkontrolle das gewünschte Gebäck von gewünschter Größe durch ein zweites Familienmitglied sorgfältig in eine der hoch aufgestapelten Kartonschachteln verpackt und durch eine dritte Person gegen Bezahlung an der Kasse ausgehändigt wurde. Bei dieser Gelegenheit gab ich dann gleich die Bestellung für die Folgewoche auf, was in dem bereits mit einer langen Namenkolonne gefüllten Bestellbuch notiert wurde. Mit äußerster Vorsicht befestigte ich die Schachtel auf dem Gepäckträger meines Fahrrades, nur besorgt, die Kostbarkeit ohne Erschütterung durchs Dorf hinunter in die Werden zu transportieren. Auf dem ganzen heiklen Weg waren weitere Leute mit Hungerbühler-Schachteln anzutreffen, ebenso wie ich bemüht, ihre Torten heil unter Dach zu bringen. Im Werdenhaus war der Tisch schon gedeckt und man hätte nach meinem Gutdünken direkt mit der Schlemmerei beginnen können. Doch zuerst gab es unvermeidlich die Suppe. Zur Schaffung eines wehrhaften Bodens und zur Verstärkung der Genussbereitschaft. Dann aber ging es an die Sache und das Werdenhaus wurde zum Schlaraffenland. Wenn wir jetzt zugelassen haben, haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen Hunger bekommen. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich selber habe auch Erinnerungen ans Krümeln. Wir sind noch ins Stuttner Vögli krümeln. Aber ja, im Vorbereitungsgespräch haben wir so davon gehabt, es hätte ja noch viel mehr Läden gegeben, die wir können posten können. Und du, Heidi, würdest auch gerne etwas erzählen davon. Ja, mir hat gestaunt, Grabs war fast ein Schlaraffenland mit diesen Haufen Läden, die es hatte. Und zwar im Rietjund, also im Hörnlijund, hatte es einen Laden gehabt. In der Studejus Konsümli, im Bergium hatte es einen Laden gehabt, im Kohlplatzium und sogar im Pünktlium hatte es noch einen Laden gehabt. Von eben der Käse Indermur, vom Seben hören wir ja dann noch. Du hast jetzt von den Bäckereien erzählt, hast schon gesagt, es hätte noch mehr gehabt, ja. Nun, dort vom Achsenui war ja der Indermur, dann der Hungerbühler, dann der Stub und dann noch der Schmetter. Mhm. Also nur dort ja. Ui, vier Becken. Und dann hat es ja noch mehr gehabt, ja. Also ja, vor allem haben die natürlich Brotbacken, eben Stückli, Patisserie, 20er Stückli, hat man gesagt. Ja. Ja. Das eben hat es in der Regel nur am Samstag gegeben. Grabser klagen heute, sie hätten keinen Metzger mehr. Ja, da hat es noch vier Metzgereien gehabt, hier im Dorf. Dazu noch die Rossmetzg mit einer Filiale im Völkgatter raus. Und jetzt eben der Käse Indermur, der dort im Pünktli, also ganz abseits, war der Sepp, ein Wenderkörler scheinbar. Und ich weiss einfach noch, oder der hat Käse und Schmalz gehabt und will noch ein bisschen Lebensmittel. Aber er hat vor allem sauren Käse gehabt. Das ist natürlich für Grabs hier wichtig. Da hat man ihn eben noch nicht so jung gegessen, wie jetzt der Mafuni Sauerkäse. Und er hat dann wegen eben diesen Käse gekauft und hat ihn dann gepflegt. Oder der hat man müssen pflegen, der Käse. Man hat ihn eben gegessen, wenn er ihn auf einen so ein bisschen
eine schnudrige, gele Ding drum um mich gehabt. Man hat auch noch Eltern gemacht, die dann auf einen braunen Rand hatten. Aus dem Seb hat es dann meistens Käsemagrune gegeben. Und ich denke, er war dort ein Spezialist. Und darum ist Wille der Seblader noch gut gelaufen. Da hat der Sauerkäse natürlich noch viel geholfen, hier zu Grabs. Ein ganz anderer grosser Laden war bei euch in der Nähe, das Knopfloch Schlegels. Ein grosser Laden war und so bützelt war dann. Also dort hätte man glaube ich einen Badejun essen können. Dann hat es gestellt mit grossen Stoffballen rum. Und dann aber auch ein Haufen kleine Waren, Knöpfe und Faden, vor allem der gefarbeten Einseiden in allen Farben und Knöpfe und Heftchen und welche Weg haben sie auch schon Reissverschlüsse gehabt. Ja, dort draussen haben sich eben die Schneider haben sich dort draussen eingedeckt und natürlich auch Schneiderinnen, es hat gerade so Schneiderinnen gehabt, die haben auch dort draussen die Ware geholt. Man hat ja nicht nur Mannen Häse, braucht die Frauen haben noch Häse. Wir sagen, ja. Ja, also es war ganz ein schöner Laden dort draussen. Du hast schon gesagt, Papeterie Emmisegger, dort bei der Kilby Brugg. Für die Schule hat es dort Ware und dort hat es auch Bücher gehabt. Ja, dort haben wir allbigs die Titel dann studiert. Roman natürlich hat es gehabt, ja. Ja, so hat es einen Haufen Läden noch gehabt. Gefallen hat mir auch der vom Maihaus Christli an der Kirchgasse. Du hast gesagt, du hättest Störe und Brügel holen dort. Ich musste dort Prisago holen. Ganz Kistli, Blauban. Also Raucherwaren und Schokolade. Also ich glaube, Prisago haben, weil es nie von Schokolade geschmeckt. Also ich musste auch Prisago holen, eben, für den Walter Zock. Aber eben, ich aber sehe, dafür habe ich dann auch noch Prügel dürfen posten, zum Mitnehmen. Aber ich bin in diesem kleinen Laden hin, Sepp einen ja. Und dann Schreiners, das ist dort von der Kilby Brugg am Bach noch ui. Schreiners, ja, das war ein Schreiner, der hat Möbel gemacht und sie haben dann ein grosses Schaufenster gehabt und dort war dann manchmal ein Buffet ausgestellt, wo er für eine Pärli gemacht hat, der geheiratet hat, oder einen Tisch und Stühl. Und dann aber hinter dem Schaufenster hat die Frau einen Laden gehabt, mit Teppich. Also dort, wo jetzt der Ofenbauer ja, Mann war. Ja, ja. Und dann aber die haben dort Spielsachen gehabt. Und albigs, weil erst im Dezember, nicht schon im Oktober, ist dann selbst Schaufenster voller Ware. Poppen und Poppenwagen, Bär und alles. Und dann ist man dann dort gestanden und hat dann geschaut. Komm recht, dort ist über von da, ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann das Gustis, das war noch am längsten, das wissen ihr noch alle. Aber das Gustis war früher eben noch viel grösser. Es hat übrigens dort eine schöne Foto. Auf der anderen Seite der Strasse, also dort eingangs Wassergasse, war noch so ein Magazin, wo sie dann morgen die Tore geöffnet haben. Und dorthin hat es dann Ware gehabt, wie es heute in der Lande hat. Oder? Sägis und Rechen und Gappeln und Zeinen und für den Garten Spatten und Hauen und alles hat es dort hinten gehabt. Schrauben und Nägel. Ja, also natürlich auf der anderen Seite ist Haushaltartikel und Eisenwaren ist auf der anderen Seite gewesen, wo dann eben auch am längsten geblieben ist. Kolonialwaren, ja. Mir hat das Grabs, man hätte in dem Dorf Grabs wirklich fast alles können kaufen. Es hat sogar einmal noch einen Hutneef gehabt. Aber ich glaube, diese Nachfolger hätte noch keine Hüte mehr gehabt. Aber sonst, also man hat wirklich fast alles hat man können kaufen. Und das Buch, Walter, von dir, das hat das in Erinnerung gebracht bei mir. Du hast auf eine interessante, witzige Art hast das angerissen und bei mir ist noch ein Haufen noch viel mehr dazu gekommen. Ich könnte da noch lange erzählen, aber ich höre jetzt. Und all die Bäck und die Metzger und die anderen Händler mit ihren ganz verschiedenen Läden und Lokalen sind richtig aufgelebt wieder bei mir.
Ich glaube, im Berg hat es ja auch noch verschiedene Läden gegeben. Muss ich die Interessen von Berg auch noch etwas erzählen? Genau. Es ist natürlich eine einfachere Erzählung. Weniger Läden, weniger Auswahl. Berger haben im Dorf viel neu gekauft, was sie braucht haben. Aber was man hier gekriegt hat, hat man natürlich gerade hier gekauft. Da hat man den Konsum gehabt. Dann war Schmitters am Berg, auch ein Schmitter. Der alte Schmitter war dann am Berg und der Arthur. Und dann war noch eine Fleischfiliale, wie man gesagt hat, das Zückeris. Es war der Aufschluss, es war eine Art Zuckerbex einmal, ganz früh. Und darum hat man dann das Zückeris gesagt. Das ist nichts Abfälliges dabei eigentlich. Und dann ist im Vogelgesang, das ist dort weit, wenn man vom Rockhalm rauskommt und aus dem Wald rauskommt, ist das oberste Häuschen, ob dem Hinterteich und ob der Riese, ist eben der Vogelgesang. Und dort hat der Vogelgesang Hans, ein jedes Mannli und seine Mutter haben dort noch eine Läden gehabt, und zwar vom Rosen Heini aus, ist es eine Art eine Filiale gewesen. Und haben dort ohne Sachen verkauft und Berger waren manchmal froh gewesen, wenn sie am Berg, am Meierberg, am Höhe gewesen sind, die ganze Familie, sind sie froh gewesen, wenn sie nur haben müssen in den Vogelgesang haben oder notfalls in Kunsum und in Schmitters, aber weiter haben sie nicht müssen. Dann hat noch natürlich der Vogelgesang Hans hat dann ohne eine Kräze gehabt, man hat ihm auch den Kuchen gesagt. Und in der Kräze hat er Brot gehabt und was man so aus der Bäckerei Top-Sache genommen hat. Und zu unterstehen war dann noch eine Blechschachtel mit schon zwei, drei trockenen Küchen aufeinander hin. Trocken sage ich nur im Unterschied zu Torten mit süßem Zeug drauf. Und so ist er durch die Meierbergui. Und hat dann ohne von Meierbergstall zu Meierbergstall hat er seine Ware anpreisen und man hat ihn gesehen und man war froh gewesen darum. Und dann ist er manchmal noch verhockt dort am Dang oder noch höher rum beim Jassen und ist manchmal erst mitten in der Nacht dann noch heimgekommen und hat dann wieder am Morgen müssen ins Dorf gut Ware holen. Ein ähnlicher Fall war dann der Chemiefeger Stress gewesen, auch mit einer Kräze, der hat dann von der Metzg hat der Fleisch umgetan. Oder BMK und Würst. Und ich weiß nicht, Aris da sagen oder nicht, aber er ist einmal bei meiner Großmutter im Kapellium Seier gekommen und hat die Kräze abgestellt im vorne hin dort. Und sie hat gesagt, sie nehmen zwei Bärli Stümpen. Er ist ein alter, ein versoffenes, aber gemütliches, freies Mannli gewesen. Sie wird zwei Bärli Stümpen. Da hat er gesagt zu einer, ich zitiere wörtlich und ungeschminkt, nimm es gerade selber raus, ich habe gerade noch gesagt, da jen. Also rücksichtsvoll, hygienisch bewusst. Ja, ja. Und der ist dann auch bis ui am Berg, so weit ui, als er war, hat er noch in der Kräze. Und dann hat er einmal, ich glaube, in Montpellier, und ist dann ein gewesen, wo dann die Art hatte, Schriftdeutsch zu reden. Mit ihm hat er jedenfalls ihn gefragt, warum kommst du nicht mehr zu mir? Was habe ich dir zu leiden getan? Ja, sage ich, gar nichts, hat der Dres gesagt. Ich käme noch so gern, nur schon wegen dem Most, aber was wollte ich mit der leeren Kräze? Die Kräze war schon leer, vor er durchgekommen ist, und da hat er sich halt den Weg gesperrt. Also der Grabser Berg ist nicht ein Einkaufsparadies gewesen, aber es hat sich gleich, man hat sich können versorgen. Und wenn ich ein Brot holen musste, in Schmitters, hat es mir allerdings unheimlich gesenzt, um es eben wunderbar allein Brot, diese eben Krusten, die vorgestanden sind, abzubrechen, weil es eben schnell das Beste war. Und dann hat die Mutter natürlich gemerkt. Genau. Ja, und heute kann man sagen, müssten wir eigentlich nicht einmal mehr aus dem Haus und könnten all die Sachen würden wir quasi bestellen und würde einem alles geliefert. Im Unterschied zu früher. Ja, danke vielmals euch für die Erinnerungen und Ausführungen. Ich selber habe das natürlich auch nur so erlebt. Wo wir Kinder waren, sind die Lutzigers schon ältere Leute gewesen. Wir haben es einfach noch kennt als Nachbarn. Und auch die vielen verschiedenen Geschäfte, ja, die kenne ich eher vielfach vom Hören sagen. Genau. Dann würden wir überleiten wieder. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die Ortsnamen gehört. Und ich glaube, um Ortskenntnis und Ortsnamen geht es jetzt dann auch noch im nächsten Kapitel.
Ja, noch nicht ganz. Ich muss zuerst noch den Hans Schertelei verstehen. Zwei- oder dreimal schon hat mein Bericht angesetzt, der Berg- und Talverbindenden Bergerstraße zu folgen, der alten schertenleibischen Spur von der Post zum Hollplatz und in weiten Schleifen den Berg hinan bis zum Schluss und zum Lehn. Diesmal werden wir es mit etwas Durchhaltewillen schaffen und vielleicht sogar darüber hinaus vorstoßen ins herrliche Voralpgelände, welche letzte Strecke einzig den Sommermonaten vorbehalten ist. Doch ganz von vorne. Vor der Post steht das mausgraue, in meiner Erinnerung mit Ledersitzen und Schiebedach ausgestattete Postauto von Hans Schertenleib. Trotz wuchtig vorstehender saurer Schnauze, in der Länge etwas gestaucht, damit es um die vielen Kurven kommt. Los geht's über die Chilbi-Bruck und gleich rechts ab in die Dorfstraße, vorbei an der Ochsenmetzgerei und der Alpflor-Drogerie bis zur Milchzentrale, wo denn auch schon das sich biegen und winden beginnt. Es sind die alteingesessenen Gewerbe, Sägerei, Mosterei, Bäckerei, die hier ihr Recht behaupten und zeigen, wo es lang geht. Erster Halt der Hollplatz am Ende des Oberdorfs. Holzkohle soll hier früher gebrannt worden sein. Uns Schülern war es ein Sammel- und Torturplatz. An zwei, vielleicht sogar drei Wintertagen galt es, sich in aller Herrgottsfrühe und Kälte zum obligatorischen Skikurs hier einzufinden. Unter Stabsführung des Grabser Skiclubs wurden wir eingeteilt nach Geschlecht, Alter, Leistungsklasse, wartend in militärische Formation, Ski bei Fuß, bis sich die Leiter untereinander fertig abgesprochen und einer nach dem anderen mit seiner Mannschaft, Ski geschultert, in Richtung Stuttnerberg abmarschierte. Als schlechten Sportler traf es mich zu denen, die sich den ganzen Morgen am unteren Skiplatz mit Schräghang fahren im Vollschnee, Talski belasten, mit Stemmbogen und Stemm-Christiana abmühten, während die Fortgeschrittenen am oberen Skiplatz den Parallelschwung, das Wedeln und das Slalomfahren lernten. Darum schnell weg um die Kurve und mit Hans Schertenleib rechts hinein in den Schräghang des Grabserberges. Hinein in die Welt der Höfe und Weiler, die von Buchrütti bis Mundlerensch alle ihren alemannischen oder romanischen Namen tragen. Wo dies nicht ausreicht, wird mit Sippschaftsnamen nachgeholfen, Samasis Christus, Bridenulis, Zückeris. Wer wollte mit der Fichtenstraße, mit dem Reh und dem Gemsweg dagegen anrücken? Also, nun nordwärts hinan den Schräghang, rechts belasten, über dem Dorf bis zum Schellenhalden Rank. Und dann mit Spitzkehre zurück gen Süden, Gewichtsverlagerung nach links, zum Kuhnenbodenrank, wo die zweite Spitzkehre fällig ist, und zwar zwischen zwei Graswellen, so hochgestülpt, dass man nichts sieht und Hans Schertenleib auf die Postautohupe Tütato drücken muss. Man stelle sich vor, zwei Verliebte, die zu Fuß gleichzeitig unten im Dorf und oben im Schluss, wo wir noch hinkommen werden, starten. Sie müssten eben noch der eine dem anderen verborgen, gerade hier in der Kehre zwischen den Wellen aufeinandertreffen und sich erstaunt, erschrocken, erfreut in die Arme fallen. So schön könnte das Schräghanghangeln sein. Wir aber verlagern unser Gewicht wieder auf das rechte Bein und ziehen die nächste Quere bis ganz rechts hinaus zum Büchelrank, wo wir den Hof auf dem Hügel umrunden, um dann sanfter anzusteigen zu besagtem Schluss, der aber gar kein Schluss ist, sondern die Mitte. Ein Weiler mit dem alten Berger Schulhaus, das so sehr unserem Stuttner Schulhaus gleicht. Mit dem Berger Postbüro und einem echten Konsumladen, alles schon erwähnt. Das gibt einen Sonderhalt mit Übergabe und Entgegennahme des Postsacks.
Nicht mehr weit ist es vom alten zum neuen Berger Schulhaus. Genau in der fünften Kehre, den Bodenrang platziert, blickt es von erhöhtem Plateau breit und weiß mit großen Fenstern über das Rheintal hinweg. Drei helle Schulräume warten da für die Unter-, Mittel- und Oberstufe, hell aber voll. Drei Klassen, 30 oder 40 Schüler in einem Raum. Eckenberger, Fetsch, Liebhuner, Zock und Gantenbein. Geschwister, Verwandte, Freund und Feind von verstreuten Höfen über Weiden und Steige zusammengetrommelt. Doch weiter zum Lehn, wo Hans Schertenleib, wie schon mehrmals erwähnt, zur Nicht-Sommerszeit sein Postauto zu unserem Bedauern wenden wird. Es soll aber ein schöner, heißer Sommersonntag sein, sodass wir uns endlich vom Talhang abnabeln und durchs grün ausgebreitete Hügelland Richtung Voralp vorstoßen können. Die Einbahnstraße, die sich schmal und kurvenreich jeder Bodenwelle anpasst, verlangt volle Aufmerksamkeit und lehnt jeglichen Gegenverkehr ab. Bis wir bei Amadang in die Senke geraten, die den Grabser vom Stutnerberg trennt. Hier bei Amadang, der großen Weiche, ist es, dass unsere nach oben strebende, die von oben herab zum Rockhalm drängende Straße einbiegen und fortan die Fahrbahn mit dieser teilen muss. Ein Abenteuer, das noch mehr Tütatos herausfordern wird. Nicht zuletzt des Brunnenriedrangs wegen. Der Brunnenriedrang. Verkehrstechnisch gesehen ist eine steile, zuerst leicht links ausholende Rechtskehre mitten im Wald, die Hans Schertenleib erst nach mehreren vorbereitenden Warnsignalen anpackt, um das Manöver dann mit Kurbeln und Heben im Schritttempo durchzuziehen. Er wird es schaffen, wie er es jedes Mal schaffte. Und so werden alle Insassen mitgegangen, mitgefangen, nach Bewältigung der anschließenden Linkskurve aufatmen und entspannt dem letzten Wegstück entgegenblicken, das nun ohne größere Hindernisse passiert werden kann. Und jetzt, ganz plötzlich, ist die Höhe erreicht und ein Weitblick tut sich auf, der alles, was war, hinter sich lässt. Die Berge, der See. Ein Klacks ist es nur noch bis zum Kurhaus, hoch über dem See, wo wir erleichtert, beglückt aus dem Postauto steigen. Auch Hans Schertenleib ist zufrieden und gönnt sich eine Erholpause in den Pilzen oder in den Alpenrosen, um danach, wenn schon die Wandermüden vor dem Postauto Schlange stehen, Luft- und Windgestärkt zurückzukommen, gemächlich die Schlüssel aus der Tasche zu holen, die Autotür aufzuschließen und sich auf dem Chauffeursitz einzurichten. Immer mit der Ruhe knipst er Fahrkarte nach Fahrkarte ab, bevor es ohne weitere Verspätung talwärts geht. Die Talfahrt, Gegenprobe zum Aufstieg, war vorher, um nicht stecken zu bleiben, ein beachtliches Maß an Forschheit vonnöten, so ist jetzt höchste Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Es ist die Stunde der Motorbremse. Hans Schertenleib, dem es eigentlich nie gemächlich genug gehen kann, ist der perfekte Motorbremser. Die Konzentration gilt ganz dem Anziehen und Freilassen des Hebels an der Lenkradseite und bald beginnen auch wir auf die andauernde Hantierung und deren Begleitgeräusch zu achten, bis wir widerstandslos der einschläfernden Dynamik verfallen und kaum mehr einen wachen Blick auf die draußen vorbeiziehende Naturszenerie werfen. Bei Amadang geht es diesmal, wie wir wissen, nicht hangauswärts, von wo wir hergekommen, sondern geradewegs weiter im Bruch zwischen Stutner und Grabserberg bis zum Rockhalm, wo die Naht zur Schlucht wird. Hans Schertenleib hat nach kurzem Zwischenhalt auf Verlangen rechtzeitig die Kurve gekriegt und ist links ab in die Grabserberger Weiden ausgeschert. Davon lässt er sich auch nicht mehr abbringen,
bis wir sicher wieder am Bodenrank beim neuen Schulhaus herauskommen und nun auch die uns wohlbekannten Kehren noch ohne Probleme schaffen werden. Ja gut, jetzt kommt das Spezialkapitel, mit dem ich immer aufhöre. Es geht um die Sprache. Ich bin ja, hab's ja mit der Sprache zu tun eigentlich fast immer. Ui und Ei. Die Grabser, wie könnte es anders sein, haben ihr eigenes geografisches Orientierungssystem. So geht ein Grabser zum Beispiel nicht einfach nach Buchs oder nach Gams, sondern er geht auf Buchs Ussi, aber auf Gams oder Vaduz Dori. Für euch ja alles klar. Es ist ja ein Text für die Basler eigentlich. Will er aber weder nach Gams oder nach Buchs, sondern auf die Pirsch nach Sachs oder zum Skifahren nach Wildhaus oder Chur, so fährt er auf Sachs Ei oder Ei, jedoch auf Chur Ui und auf Wildhaus Ihi. Ja, selbst nach Frankreich geht es Ihi, während man nach Deutschland Ussi ist Deutsch Ussi, nach Italien Ei oder aber ins Liechtensteinische schlechthin über Dori reist. Nach St. Gallen aber, der von den Grabsern wenig geliebten Kantonshauptstadt, geht es Ei, obwohl St. Gallen nachweislich fast 200 Meter höher liegt als Grabs. Ist einer schon an besagtem Ort eingetroffen, dann ist er für die Zurückgebliebenen Zgams Jen und Zbuchs Jos, aber Zachs oder St. Gallen Jun, Zchur Jom und Zwildhaus Him. Genau. Für oder gegen Feinheiten dieser Art ist keine Landkarte, kein GPS, keine Hausverordnung gewappnet. Der ganze Reichtum sprachlicher Differenzierungsmöglichkeiten wird von den Grabsern in solch topografischen, spröd zärtlich zu nennenden Hinwendungen ausgekostet. Und es braucht nicht zu erstaunen, dass daneben für die Auslegeordnung des Gefühlshaushaltes nicht mehr allzu viel übrig bleibt. Ein Grabser hat seine Grabserin gern. Wenn es hochkommt, hure gern. Oder auf dem Höhepunkt, wenn es innerlich funkt und zischt, uhure gern. Fühlt sich aber der Zuneigende gedrängt, seine Zuneigung zur zugeneigten Dritten gegenüber einzugestehen, wird er wohl oder übel zugeben, dass sie, das Gretli oder Lieseli, kei Leidi, keine Üble sei, was dann allerdings ihre Schönheit oder ihren Charakter oder beides zumal betreffen kann. Sicherlich ist dies mehr eine Frage der Kommunikation als der Realität. Jedenfalls ist weder statistisch belegt noch soziologisch oder anders wie nachgewiesen, dass die Grabser weniger zugriffig oder heiratslustig wären als die übrigen Eidgenossen. Und dennoch ist es die Sprache, die hier alles zu regieren scheint. Die unverfängliche Begrüßung und Verabschiedung zum Beispiel. Hoi und Ciao. Hoi, also Englisch Hi. Hoi Walter. Das A von Walter, gedehnt auf mindestens zwei volle Tonlängen, aber hell. Walter. So ein Gruß, hoi Walter, aus ländlichem Mädchenmund, das ist schon ein halbes sich einlassen. In St. Gallen, Zürich oder in irgendeiner der Städte wäre er undenkbar. Ja, würde die Leute vor den Kopf stoßen.
Genauso wie umgekehrt zum Beispiel die Zürcher Laute Volti, die Grabser vor den Kopf stoßen. Und dann das Adieu, Joe. Ein kurzer, dumpf aushallender, echt chinesischer Beckenschlag. Unmöglich, ein Sakrileg mit dem Grabser Joe, das zürcherische Volti, zu verkoppeln. Joe Volti. Es ist nun höchste Zeit, auf eine der Spezialitäten einzugehen, die Grabs anzubieten hat, seine rätisch-romanischen Orts- und Flurnamen. In voralemannischen Zeiten haben sie sich ausgebreitet von den bündnerischen Bergen, Rheintal abwärts bis hinunter zum immer wieder entscheidenden Hirschensprung. In Grabs haben die Flur- und Geländenamen ihre Spuren in besonders hartnäckiger Weise hinterlassen. Auf ihrem Fundament ist auch die Grabser Spezialität nicht des Surachases, sondern der Flurnamengedichte entstanden. Im Folgenden soll eines davon mitgeteilt werden. Ein bisher völlig unbekanntes aus einem noch unbekannten Zeitalter. Es besteht aus nichts anderem als den noch heute existierenden Grabser Flurnamen. Es scheint mir angebracht, dass dieser Urgrabser-Text auch von einem echten, vergrabserten Grabser vorgetragen wird. Hans Stricker, dessen Namenbuch all diese Flurnamen nachweist, wird die Aufgabe dankenswerterweise übernehmen und dieses einmalige Grabser-Flurnamengedicht vortragen. Eine überaus große Ehre für mich, um das hier quasi sehr schmal auszubringen. Hier. Es ist schwierig, ist aber eine vergnügliche und anregende Sache, die ich gerne mache. Du hast mich beauftragt, das Gedicht vorzulesen. Vermutlich eben darum, weil es aus Lutherbaustein besteht, die gewissermaßen in mein Fach fallen, also Flurnamen. Darum kann ich aber auch nicht ganz darum um mich, um die Aufmerksamkeit vorgängig noch rasch auf einen Punkt hinzulenken, wie das wir beide und aus was für unterschiedlichen Gesichtspunkten und Seiten wir beide auf das hingesteuert sind. Mein Zugang zu dem Stoff, Ortsnamen, Flurnamen, ist natürlich, seit einem halben Jahrhundert bin ich eigentlich auch wieder dort dabei, ist ein sprachlicher, ein volkskundlicher und ein historischer Zugang. Namen sind ja Teil unserer Volkssprache. Sie sind im täglichen Leben unserer Vorfahren herausgewachsen, sind Teil und Ausdruck von ihrer Weltsicht, von ihrer Welterfahrung. Namen sind das wichtigste historische Orientierungsmittel und System gewesen, wo der Lebensraum der Menschen geordnet und gegliedert hat. Jeder Name steht für einen bestimmten Ort, einen Geländeabschnitt. Das macht seinen praktischen Nutzen aus. Zugleich ist aber jeder Name auch ein Sprach- und Kulturdenkmal im Kleinen. Viele Namen, zum Beispiel Strassennamen, sind natürlich jung, nur 10-jährig oder 50 Jahre alt. Andere aber wieder stammen aus dem Mittelalter, sogar aus der Antike hat es noch direkt dabei. Wo man auch hier romanisch geredet hat und vielleicht sogar noch vorher. Man sagt nicht umsonst, Namen sind ungeschriebene Geschichten. Meistens verraten der Name dem Sprachforscher schon mit seiner äußeren Form seine sprachliche Herkunft. Man sieht es an, ob er romanisch oder deutsch ist. Er erlaubt also einen Rückschluss auf einen Sprachtyp, auch auf die Epoche, wo er herkommt. Es geht aber noch weiter. Nehmen sie noch Inhalt. Sie haben einen Inhalt, Wortbedeutungen. Die sind oft direkt sichtbar. Wenn es heisst, in der oberen Au oder so, dann versteht man es ja gerade. Manchmal aber sind sie tief verschüttet. Wenn es der Wissenschaft aber gelingt, um diesen Inhalt zu entschlüsseln, dann werden Namen auch zu Spiegelbildern von der damaligen Welt, auch im Kleinen. Ihre Bedeutung gibt uns Einblick in die damalige Landschaft, in das Wirtschaften der damaligen Menschen und auch in ihr Denken und ihren Glauben.
Das ist kurz gesagt der Grund, warum die Wissenschaft Sprachforschung und Kulturwissenschaft sich für die Namen interessiert. Es sind darum eben auch Namenbücher gemacht worden, um diesen Schatz vor dem Vergessen zu bewahren. Und das wäre, wenn ich heute, was ich vor 50 Jahren angefangen habe, nämlich Namen sammeln, da rum, aufschreiben, was man noch allgemein gewusst hat. Wenn man das erst heute tat, wäre es zu spät, vieles wäre schon weg. Und jetzt kommt der Walter Morgenthaler und nachdem das Namenbuch vorliegt, in 8 Bänden und da noch ein Zusatzband dazu, und der Walter Morgenthaler hat jetzt in überraschender Weise sich auch unseren Namen zugewendet. Natürlich sind sie auch in seiner Jugendzeit, haben sie zu der Kulisse gehört, die uns allen bekannt ist, die unsere Lebenswelt umgeben hat und auch geordnet hat. Und sein Text durch das ganze Buch lässt ja die Vertrautheit und auch die Unentbehrlichkeit von diesen Namen, von diesen Elementen immer wieder aufscheinen. Der Walter müsste aber nicht Literat und Literaturwissenschaftler sein, wenn er in dem Stoff nicht ohne weitere Facetten gesehen hat, wo er jetzt in diesem Gedicht verdichtet und recht eigentlich auf die Spitze treibt. Er kümmert sich da weder um Geografie noch um Etymologie. Für was der Name in der Landschaft steht, ist ihm da nicht wichtig. Allein der Klang vom Namen zählt jetzt, losgelöst von allem sachlich, örtlich, historischen. Was bleibt, oder besser, was daraus wird, ist reiner Klang. Ist vergnügliches Spielen mit strenger, klassischer Verslehre, eine Abfolge von betonter und unbetonter Silben, wo als Trocheus, als Anapest, als Dactylus, als Adonius und so weiter schon den alten Griechen geläufig sind, wie uns schon im Gymnasium beigebracht worden ist. Die meisten haben die Lektionen vermutlich vergessen, nicht aber der Walter, der Germanist. Er hat das Gedicht nach den klassischen Regeln von der Dichtkunst hinersinnig zusammengefügt, aus Elementen, die er im Grabsergedächtnis und dann sicher auch im grossen Steinbruch vom Werdenberger Namenbuch zusammengelesen hat. Ich weiss nicht, ob da der Ausdruck Nonsense Lyrics dürft gewagt werden. Lustig ist es jedenfalls, lyrisch ist es auch und der Sinn besteht vermutlich da vor allem im Selbstzweck vom Auftritt. Das Gedicht enthält 5 Strophen zu je 5 Vers, wobei die ersten 4 Strophen im Aufbau völlig identisch sind. Ich habe den Dichter vorgängig um ein paar Regieanweisungen gebeten, um sein Werk nicht durch falsche Intonation zu verschandeln. Darum kann ich jetzt im Sinn vom Meister die ersten 4 Strophen wie folgt charakterisieren. Der erste Vers tretet auf mit stark betonten, isolierten Einsilber. Grabs, Grups, Gaps, Christ, Ritsch. Der zweite Vers stellt dem einen auflockenden Gegenrhythmus entgegen, leicht dramatisierend oder auch beschwichtigend, am Gusen, am Bedeilen. Zum dritten Vers gibt mir der Meister noch ein imperatives Bang-Bang mit auf den Weg, also Imper-Chills, Imper-Tatsch. Vermutlich so irgendwie. Geht's? Gut. Der vierte Vers mit der 4 anapestisch betonten Namen Eiffel-Rentsch, Inkernast, Inkedels, Imkeriels, soll 4-mal und eine längere Höhe anschwellen und bis, Zitat, bis zum unüberschreitbaren Höhepunkt, wobei ihr noch in Klammern anfügt, mit verstummtem Gedankenstrich, Blick in den Abgrund, gleichsam von der Niedere in den Wallensee. Ich will hoffen, dass ich selber nicht auch abstürze beim Rezitieren. Der fünfte Vers, dann Gufere, Schurre, ist nach des Schöpfers Vorgabe staunend, bedauernd, ausschwingend zu intonieren. Ich lese jetzt die 4 ersten Strophen, so wie ich es jetzt euch von der ersten Strophe her gezeigt habe. Grabs, Grups, Gaps, Christ, Ritsch. Am Gusen, am Bedeilen. Imper-Chills, Imper-Tatsch. Eiffel-Rentsch, Inkernast, Inkedels, Inkeriels. Gufere, Schurre. Strophe 2. Chess, Tschuk, Chills, Limps, Lit. Angelrine, Imperschine. Ich verdurst, ich verblut. Herr Kell, Anke Pels, Daffodils, Fallinär.
Gästele preisen. Dritte Strophe. Naus, Gulms, Bier, Büls, Blank. Von den Erle Fickol drehen. Ich lewitz, ich sitz. Am Schnoo, Runkel, Run, Kamper, Fier, Onkel, Fier. Strickere, Bütze. Dann die vierte. Grapp, Gams, Latsch, Fräs, Deutsch. Putzi, Fähre, Gamma, Gäri. Am Seis, am Nenn. Kamper, Ney, Munte, Nas, Mumpeli, Munte, Ski. Rappen, Küppeln. Das waren die ersten vier Strophen. Die fünfte, die Schlussstrophe, kippt jetzt unerwartet, abrupt um in eine Art Kurzdialog, wo in eine Frage, in einen Frage- und Fluchton soll aushallen. Schkuh. Auf Verschnären. Lalzen. Kupfereise. Krotten, Sprüngli, Kasper, Stutz. Damit wird der Hörer und Leser allein gelungen. Vielleicht verdattert, sicher aber belustigt und angeregt. Und du hast noch hinten angefügt, im Übrigen und insgesamt soll ich dem eigenen Sprach- und Einfühlungsvermögen vertrauen. Das wird auch das Publikum restlos überzeugen. Ja gut, das war ein wunderbarer Vortrag von diesem Gedicht. Wir haben auch in der Vorbesprechung davon gehabt, dass wir idealerweise hätten wir noch eine Karte, die immer das Ort aufblinken würde, zu der Bezeichnung, die man vorgelesen hat. Der Hans Strigger hat natürlich Karten mit, falls es einfach für alle Fälle. Für alle Fälle, wenn es Leute hat, die noch wollen, etwas überprüfen oder nachschauen, kann man das nachher gerne machen. Überall oder eine kaufen. Überall stimmt. Man kann auch eine kaufen. Genau. Ja, damit wären wir von der Lesung schon am Schluss. Wir möchten aber noch ein bisschen diskutieren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Hans hat eine Frage. Er möchte etwas sagen. Ja, nein, es liegt mir noch nicht auf dem Magen, gerade, aber zur Sprache. Das ist ja ein Heimatkund in literarischem Gewand, kann man eigentlich kurz gesagt sagen. Stark persönlich aus der Ich-Perspektive. Das ist neu, das hat es bei uns noch nie gegeben. Wer bis jetzt über Grabs geschrieben hat, sei es der Oskar Peter in den 40er Jahren, sei es der Paul Hucker in den 60er Jahren mit Wernbergland im Umbruch oder andere, die haben sich alle um eine objektive Darstellung bemüht, ohne der Schreiben sichtbar werden zu lassen, als Ich-Person auftreten zu lassen. Da aber bis Walters Grabs bricht, ist es ganz anders. Da steht das Autor-Ich im Mittelpunkt. Es ist persönlich gefärbte, erlebte Erinnerung in stilsicherer Sprache. Ich habe dann, wo ich das gelesen habe, zuerst ihr mal eine Mail geschrieben, das war noch im Juli, und dass da ich vielleicht noch die paar Ziele hier noch zum Besten gebe, wie mein Eindruck vom ganzen Buch. Ich habe geschrieben, es war eine äußerst unterhaltsame und insgesamt köstliche Lektüre. Nicht nur für den Mitgrabser und Mitzeitzeugen mit vielen gleichartigen Erinnerungen und ähnlichen Empfindungen, sondern auch für den Liebhaber schöner Texte, ästhetischer Schreibart und hintergründiger Beobachtung. Die liebevolle Präzision der Detailbeschreibung, die ironisch distanzierte und doch solidarisch verständnisvolle Reflexion, das hohe, aber nicht abgehobene sprachliche Niveau, der überall durchscheinende Sinn für Humor und Komik, die spürbare Anhänglichkeit an die Jugendwelt, ein mehrfacher Genuss. Immer wieder drängten sich beim schmunzelnden Lesen deiner szenischen Darstellungen eigene, das Gelesene ergänzende oder bestätigende Erfahrungen und Eindrücke in den Vordergrund. Dann wieder ließ ich mich ganz vom Schwung deines Beobachtens und Berichtens mitreißen.
Damit erlebte ich jenseits meiner eigenen Erinnerungen die damalige Grabserwelt gewissermaßen ein zweites Mal, nun aus deiner Perspektive und in literarischem Gewand. Das gab's bei uns in dieser Form, wie gesagt, fraglos noch nie. Daher ist die Lektüre auch ein einzigartiges Erlebnis. Ja, der literarische Rang deines Berichts ist beeindruckend. Was soll ich da sagen? Danke, danke dir. Ich möchte mich einfach herzlich bedanken bei euch beiden für da euren... Da schon grabst du Deutsch ah, ja. Oh, ja, sie, ja. Wir verstummen es. Bin ich halt M3. Ja, also ich möchte mich herzlich bedanken für euren Einsatz und für, überhaupt für eure Bereitschaft, da einen Diskurs aufzunehmen mit mir. Und dir, Sibyl, das überhaupt anzugleisen und zu wagen, das zu machen. Und... Ich bin natürlich vom Publikum total überrascht und erstaunt und dankbar, dass ihr so eifrig zugelassen habt und so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich bedanken dafür. Möchte jemand aus dem Publikum eine Anmerkung machen oder dem Walter oder dem Hans oder Heidi eine Frage stellen, vielleicht zum Buch oder zu Erinnerungen? Einfach einmal vielleicht die Hand aufheben, ich würde dann mit dem Mikrofon vorbeikommen. Da? Es ist nicht direkt eine Frage, es ist nur eine Ergänzung. Ich wohne jetzt in Zürich und ich finde es jedes Mal lustig, wie die Leute einem nicht richtig verstehen. Verstehen. Und eins, was ich mit «Hoi» und «Ciao» finde ich super, wenn wir in Mehrzahl können sagen «Hoien» «Hoien» und «Ciauen». Das sagt sonst niemand. Ja. Danke vielmals für die Anmerkung. Ich weiß nicht, gibt es da von eurer Seite eine Ergänzung dazu? Hoien und Schauen. Macht uns einzigartig in dem Sinn. Ja. Genau. Gibt es sonst noch eine Meldung? Möchte noch nicht schwer? Jawohl, Hans-Peter. Bitte schön. Wegen dem Hans Schertelein, bist du mir jetzt hingekommen? Dann sind wir auch darin gekommen, wenn wir einmal in die Voralpien sind, dann hat er der Hans Schertelab, wir haben nur den Guggen Hansli gesagt, dann hat er bei jedem Rang, wenn er ein paar Buben im Postauto ist, hat er um jeden Rang einmal da, dann haben wir einmal gerufen, Guggen Hansli, du hast ihn dann gehupen. Und dann hat er bei jedem Rang einmal gehupen. Das war etwas Spezielles gewesen. Danke vielmals für die weitere Ergänzung von Erinnerungen. Heidi, du möchtest schon etwas sagen? Also bei den Läden ist mir ohne Sinn gekommen, glaube ich, das haben wir nicht gesagt, Schneiders Hans, wo man dann für Konfirmation hat mit denen gekauft. Die Freundin und ich haben dann die ersten gesteppten Skijacken dort, haben wir ein Jahr lang darauf gesperrt, dass wir einen kaufen können. Wenn ich mit meinen Eltern auf Italien bin, habe ich beim Schneider Hans ja eine Kleiderschachtel holen. Und dann hat man dort Schnecken sammeln, die wir dann auf Italien mitgenommen haben, weil sie die gebraucht haben dort. Und dann das Ötschis, glaube ich, haben wir noch nicht gesagt bei der Sprache. Also, wie ich in Zürich war, bei allen hat einfach das Ötschis, oder hat Ötschis, wenn Ötschis wollte, sagen. Ich habe dann dort noch eine Turnstunde gegeben. Und da haben sie mir nicht arg gefreut. Wenn ich sage, okay, wenn ich rot und so gesagt habe, eben, dass Ötschis und Ötsch wäre. Und so bin ich ja für Grab so ziemlich einzigartig, also fast einzigartig. Also einzigartig, ich muss da nur etwas noch sagen. Man hat das Balserschien, sagen sie Etschmert für Etschwer, Etschwo, Etschwie. Die alten Grabser haben Etschis gesagt, die alten Berger. Ich habe noch einen gehört, der noch Etschis gesagt hat. Flumser Berger haben auch Etschis gesagt. Und im Munter Fujos sagt man auch Etschis. Also die Etschis-Zone, wo dann nachher zu Ö gegründet worden ist, ist viel grösser. Heute meint man, es sei nur Grabs, aber das war bei Hut und Horn nicht der Fall. Ja. Nur sind die einen, die zwischendurch sind abtrünnig geworden und sind dem angeblich Vornehmeren etwas oder etwas erlegen. Also ich möchte auch noch eine Lanze brechen für das Etschis, wo sie nicht muss genieren, wo nicht minder ist, wenn es etwas. Es ist einfach eine andere Entwicklung. Ötschis kommt von Etteswas, Mittelhochdeutsch, und
etwas kommt von etwas. Also Hans Wasairi. Gut, super, danke vielmals für die Ergänzungen, Walter. Ich würde noch gerne etwas zum Schneider Hans sagen. Also Schneider Hans war natürlich Konkurrenz zum Schneider Morgenthaler. Und der grosse Unterschied ist, dass das muss jetzt im Mundart sagen, ja, dass der Schneider Hans früher umgestellt hat auf Masskonfektion und dann auf Konfektion, also einen Laden auf sich erworben hat und dort einfach Fertigprodukte angeboten hat. Und das ist, er hat viel mehr die Moderne mitgemacht als zum Beispiel mein Vater, wo Masskonfektion eigentlich geblieben ist, also ausbessern, wo man nur selber Kleider hergestellt hat, dann wenigstens ausbessern von Kleidern und später dann halt fürs Militär Waffenröcke gemacht hat. Also das sind zwei, eigentlich so zwei Prototypen aus verschiedenen Richtungen, die zuerst mal zusammen waren und sich so gegabelt haben in der Moderne, oder also Grabser Moderne von dazu mal. Genau. Wo dann der Schneider Hans angefangen hat, eben Konfektionsware verkaufen, hat er an den Laden gehabt, ja, ja. Dort ein Obstschreiner zu. Und man hat dann boshafterweise gesagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, wenn er dann grüezi gesagt hat, hat er einem auf die Hose geschaut, ob man seine Hose. Grüezi. Genau, das ist vermutlich nicht wahr. Der Thies Isler hat einmal einen Aufsatz geschrieben in der Zeitung, ja, dort von der Ladenstrasse dort rum. Und dann hat er eben auch von dem Schneider Hans, eben den Hicks, ja, eben er hickt dann auch alle, die Mutter sei dann auch alle dort ein mit dem Hosenkauf. Und da mal hickt er so diese modernen Hosen dort ausgestellt. Ich weiss nicht, sind sie Blümchen gewesen, weil er noch nicht mit Knöcheln aus. Und dann haben sie gesagt, wer jetzt denn echt diese Hosen kaufe? Und da sehen sie eben mal nur im Schaufenster gewesen. Und da haben sie alle geschaut, wer jetzt echt selber die Hose hat. Dies ist, glaube ich, nicht da, sonst wüsste er wissen. Aber so ist mir noch geblieben, wie er es dort einmal geschrieben hat. Über das, ja. Uns hat es dann auch gelächert, dass dann der Schneider Hans gesagt hat, eine schöne Hose sei das. Er hat also die Hose als Einzahl, Singular, nur die Hose. Das ist natürlich bei uns niemals der Fall. Man hat ja gesagt, die Hose sind schön, nicht die Hose ist schön. Und er hat neben gesagt, weil er natürlich ein bisschen geschäftlich vielleicht ein bisschen an dem orientiert hat, was schriftdeutsch ist, hat er eben gesagt, es sei eine schöne Hose. Der Apotheker unter den Drogisten. Ja, sozusagen. Genau. Ich höre noch einen ganzen Haufen noch mehr Anekdoten und Erinnerungen führen. Ich möchte aber gerne noch mal dem Publikum die Möglichkeit geben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was Grabs noch speziell macht in der Mundart, ist der sogenannte Schnalzlaut. Also für ja. Und das hört man noch hier und da. Also eine längere, weniger, aber es geht irgendwie auch verloren, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, gibt es in der Schweiz, habe ich mal gelesen, es gibt nur zwei Orte oder eben zwei Orte. Das ist das einzige Wort, wo Grabs ja nicht schreiben kann. Ja. Gut. Das sagen deine Rödler auch. Das ist dort auch bekannt und an anderen Orten vermutlich auch nicht, aber nur in ganz abgelegeneren Mundarten. Also sonst ist das abgeschliffen worden. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Phonetik-Vorlesung an der Uni beim Rudolf Brunner gesehen habe, hat er von Schnalzlaut unter anderem auch geredet. Er hat alle sämtliche Laut und sämtliche Zungen und Lippenstellungen hat er natürlich dann eingeteilt, alle Laut dort eingeordnet in einer Tabelle. Hat dann gesagt, das gäbe es in Afrika bei eingeborenen Stämmen, gäbe es diesen Klicklaut und Schnalzlaut. Und das, er hat aber nichts gewusst vom Grabser. Ja. Von dem, und da haben sie eben gesagt, wir haben auch einen, der ist in eine rechte Aufregung geraten. Er ist mir fast ins Maul hingeschlafen, bis er gesehen hat, wo also ich das artikuliere. Ja, der habe ich auch erlebt. Hast du ihn auch? Der habe ich auch erlebt, ja. Rudolf Brunner. Auch mit den afrikanischen Schnalzlaut. Und der hat das so ganz genüsslich zelebriert, die Laut. Also der hat sicher im Grabser Dialekt eine Wahnsinnsfreude gehabt. Ja, schätze ich schon. Freude gehabt. Ja, der hat natürlich. Das hat sie. Gut, danke vielmals. Jetzt
gebe ich da auf dieser Seite noch Gelegenheit für Fragen oder Anmerkungen. Gibt es noch Leute, die gerne möchten etwas sagen möchten? Bitte Hand aufheben. Hallo, etwas zum Postauto. Das Interessanteste hat mich einmal gedacht, wenn er dann das Dach aufgetrüllt hat, der Schertenleib. Ja, normal ist er ja der Frau begegnet, die den Taxi hat. Sie hat den Taxi an alten Citroën mit diesen ausladenden Vorderrädern und ein schwarzes, altes 40er-Jahr-Auto. Und da sind sie dann einmal an einem ganz dummen Ort begegnet. Sie war der Mauweg und er am Machenweg und haben sie müssen kreuzen. Und er dann gesagt, geht nicht, muss zurück. Und sie dann auch probiert und nicht gegangen. Auf jeden Fall ist sie da von der oben. Sie war eine mächtige Frau, weil ein Stück schwerer als er. Und auf jeden Fall haben dann die Leute hinten im Auto hin für ihre gelesen, was jetzt dann nach außen kommt. Sie haben da verkiebt miteinander. Und da hat sie auf jeden Fall gerufen, mal, wir reden dann daheim noch. Arme Hans, haben die Leute dann. Du hast ja mal geschrieben, bloß nicht vergrapsen. Das ist da, in jungen Jahren sind wir ja alle, haben wir ein bisschen die Nase voll gehabt von der engen Welt daheim und haben ausgewählt und etwas Größeres und Neues lernen. Und ich nehme an, das hat noch ein bisschen mit dem zu tun, weil du bist ja dem Grabserwesen offensichtlich noch hold und zugetan, vielleicht nur aus der Distanz, aber ja, denkt, man muss es noch ansprechen, nicht, dass die Leute meinen, du schämmest dich da als Grabser, das sieht man ja, dass das nicht der Fall ist. Ja. Hat ich dort einfach mal darauf ansprechen, ist das, wie sieht das von dir her aus? Ja, also ich habe sicher eine größere Absetzbewegung gehabt als du, nehme ich an. Also ich bin einfach, ich habe mal, gut, wir haben auch einmal, ja gut, ich kann es einfach so sagen, ich habe dann sogar einmal gedacht, wo die Mama gestorben ist und irgendwie ist ja der ganze Text in Gefolge vom Leersein vom Haus und vom meiner Begehung vom Haus, eben das Hausbuch und dann nachher eigentlich Begehung vom Dorf, aus dem Haus ist das irgendwie entstanden, im Zeitraum von 20 Jahren eigentlich. Und einmal haben wir auch versucht, dass meine Frau und ich, ob wir eigentlich da könnten leben. Wir haben eine Probewoche, eigentlich jetzt eine Probemonat gemacht. Probe das darf ich jetzt gerade sagen. darf ich sagen? Ja, also wir haben eine Probewoche gemacht und es war klar gewesen, es geht einfach nicht. Also ich bin dann selber eben wahrscheinlich so vergrabsert, haben wir so die Vorhänge abgelassen, wie früher. Oder? Und habe nicht wollen, dass man irgendwie den ganzen Hausrat umstellt oder so, weil ich ja wollte darüber schreiben. Also es war aussichtslos gewesen. Und das, also mein einziger ernsthafter Versuch, nach Grabs zurückzukommen, also physisch, der ist gescheitert. Aber ich glaube, mein Buch ist einfach ein Versuch, mich zu erinnern an das und das als wichtige Entwicklung in meinem Dasein zu verstehen. Und ich bin wirklich heute noch froh, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin und in einem Dorf wie Grabs. Das gibt mir eine gewisse Distanz auch zu dem Urbanen, also zu dem Städtischen, wo ich eigentlich sonst restlos drin lebe. Und ich möchte nicht zurück und werde auch nie zurückgehen. Aber die Zugeneigtheit, glaube ich, zu meiner Herkunft, die ist, glaube ich, schon da. Ja. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Du hast auf Seite 100 die Rede von zwei Liedern. Sei auf Hochdeutsch, fern im Süd, das schöne Spanien. Das andere Mundart vom Mütti, der vergebens auf die Heimkehr vom Sohn wartet. Das Mütti hat mir geschrieben. Und dort hast du über den Zauber von der Schrift geredet. Von der Schriftsprache auch, wo die gepackt hat. Du hast geschrieben, sie, die Schrift und Schriftsprache, boten mir eine Zuflucht vor der Übermacht der Mundart, deren pragmatischer Robustheit ich mich oft wehrlos ausgesetzt fühlte. Ja. Das unterscheidet uns, indem ich mich dieser pragmatischen Robustheit
schon ausgesetzt war, aber ich habe überhaupt nicht gelitten darunter. Ja. Für mich war das eigentlich das Gegebene. Ja. Aber dort hast du einen Unterschied. Du hast natürlich auch eine andere Mundart im Haus gehört. Ja. Also dein Verhältnis zur Grabser Mundart ist nicht ganz das von einem, der von allen Seiten her Grabser ist. Ja. Also sehr verständlich. Also darum habe ich auch das Stuttner Schulhaus gebracht, jetzt da als erstes Ding, wo für mich einfach der Buchstabe, also das Lernen von der Schriftsprache, ist für mich Befreiung gewesen. Mhm. Ja? Und selber denken können, selber schreiben können, selber lesen können, auch das, was mir nicht durch die unmittelbare Umgebung vermittelt wird. Mhm. Und das hast du. Das, also, ohne irgendwie den Grabser willen nachzutreten oder so. Ich bin ja kein Grabser, also kein Grabser Bürger. Meine Eltern sind, oder unsere Eltern sind, Mutter war eigentlich eine Thurgauer und der Vater war ein Zürcher, Wetziken. Das haben sich auch zwei Dialekte und auch nicht nur Dialekte getroffen. Und in dem hin bin ich nie ganz irgendwie aufgegangen, sagen wir so. Ja, das langt, glaube ich, jetzt wieder. Also. Ja, gut. Danke vielmals, Walter, für die sehr persönlichen Einblicke, die man so natürlich noch überkommt. Ja, du schreibst ja eigentlich über einen Grabs, wo es ja offensichtlich so nur mehr gibt. Bist du eine Art über das eher wehmütig oder bist du über das eher erleichtert? Ja, eben, ich lebe nicht in Grabs. Es kann sich so. Ich habe sowieso ein Problem mit der ganzen Entwicklung, nicht nur mit der Grabser Entwicklung. Ich habe es einfach anhand von dem, weil das geht so krass. Wenn ich auf Grabs komme, trifft das einfach krass auf meine früheste Phase. Mhm. Und dadurch wird es verstärkt. Einfach, oh, das ist ja alles anders. Wir haben ja keine Läden mehr, wie du gesagt hast, Heidi. Oder? Wir haben das und das nicht mehr. Das finde ich ein bisschen traurig, aber. Es ist so und es betrifft mich jetzt nicht direkt, weil ich einfach nicht da wohne und das nur von außen wahrnehme oder wahrgenommen habe. Ich bin nicht häufig in Grabs, außer wenn wir so Veranstaltungen haben und dann noch in letzter Zeit noch ein bisschen häufiger gehen. Ja, genau. Wohl, gut. Ja, danke vielmals für die Worte. Das ist schon, sag jetzt mal, der Abschluss, den wir jetzt machen. Ja, ich höre, ihr möchtet gerne einen Applaus geben. Da können wir jetzt gerne die Gelegenheit nutzen. Ich möchte aber zuerst noch mal Danke sagen, dass du hierher gekommen bist, zum Besprechen, zum Schauen, wie wir das machen wollen. Dann möchte ich auch meinen beiden Gästen ganz herzlich danken für die wertvollen Beiträge und Erläuterungen. Dann möchte ich euch einfach noch einen schönen Abend wünschen und ich denke, es wird noch angeregte Gespräche geben über das Grabs von früher und vielleicht auch über das Grabs von heute. Und danke vielmals für eure Aufmerksamkeit.